Am vergangenen Samstag hatten die Fußballerinnen des Borna SV 91 zum Frauenhallenfußballturnier eingeladen. Und dabei konnten die Landesklasse-Damen ein erlesenes Teilnehmerfeld in die Glückaufsporthalle nach Borna locken. Das dritte Frauenhallenfußballturnier des Borna SV 91 wird Ihnen präsentiert von Karosserie Kiesling. Es gibt nur wenig, das wir nicht ausbügeln können. Fußball ist ein Männersport? Von wegen. Am Samstag, 7. Februar, luden die Landesklasse-Damen des Borna SV zum dritten Hallenfußballturnier in die Glückaufhalle ein. Acht Mannschaften aus Bad Lausick, Affaltar, Rußdorf, Altenburg, Tschatras, Naunhof und zwei Borna-Teams kämpften um den Pokal. Nach tollen Gruppenspielen stand die erste Borner Mannschaft als Gruppensieger im Halbfinale der TuS Falke Rußdorf gegenüber. In einem hart umkämpften Spiel konnten sich die Borner mit 2:0 durchsetzen. Sehr zufrieden, wir sind im Finale. Besser kann es nicht laufen. Schön. Gerade beim eigenen Hallenturnier ist das ja top, ne? Also, ja, ich meine, wir hatten noch mal eine kleine Planänderung gehabt. Wir wollten eigentlich eine komplette Mannschaft bilden. Dann hat Kreiz abgesagt, haben wir gesagt, okay, wir sind genug. Machen wir zwei draus. Und ja, eine ist erfolgreicher als die andere, aber Hauptsache Bruna. Im zweiten Halbfinale standen sich die Damen des FC Bad Lausick und des SV Affaltar gegenüber. Am Ende siegte der FC Bad Lausick knapp mit 1:0. Bad Lausick, das wird ein spannendes Finale, wird nicht einfach werden, aber Ehrgeiz und wird schon klappen. Doch zunächst spielte die zweite Mannschaft des BSV im Spiel um Platz 5 gegen Medizin Tschatras. Im Spiel konnten beide Mannschaften keine Tore erzielen und so ging es ins 9-Meter-Schießen. Hier behielten die Bornerinnen die Nerven und konnten auch dank ihrer Torhüterin den 5. Platz festmachen. Dann standen sich die beiden stärksten Mannschaften des Turniers im Finale gegenüber. Auf beiden Seiten entwickelte sich ein Spiel auf hohem Niveau. Und dann, wenige Minuten vor dem Abpfiff, nutzte Vanessa Brettschneider einen Fehler der Bad Lausicker Hintermannschaft zur Führung. Die Mädels des BSV brachten die knappe Führung über die Zeit und konnten sich den Turniersieg sichern.
Mannschaft des Bonner Stadtteils. Bezeichnend für die tolle Stimmung in der Mannschaft freuten sich alle Mädels gemeinsam über den Heimerfolg und blicken nun positiv in die Rückrunde. Weiterhin gute Unterhaltung wünscht Ihnen Karosserie Kiesling. Es gibt nur wenig, das wir nicht ausbügeln können.